Hallo ihr Lieben, ich wollte heute wieder so ein bisschen über Freeletics reden und wie ich das so empfinde, jetzt nach circa 4 Wochen. Ziemlich genau nach 4 Wochen. Also ich habe mir so ein Büchlein angelegt und ich habe euch ja erzählt ganz am Anfang, ich wollte mit High Carb ein bisschen mehr durchstarten und eben das Freeletics auch machen. Und ich habe mir jetzt hier ein Büchlein angelegt, wo ich dann eigentlich alles reinschreibe, was ich esse, ob ich ein Workout gemacht habe, wie das ausgefallen ist und wie es mir ging. Und auch eingetragen, wann ich welche Fotos gemacht habe. Und ich habe das Essen dann mit grünen oder roten Punkten bepunktet, je nachdem, ob es jetzt High Carb war oder High Fat zum Beispiel. Bin da aber nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen, nach diesem 80-10-10-Prinzip gegangen, sondern ein Stück weit nach dem, was halt auf dem Teller lag. Und wenn es halt viele Kohlenhydrate waren und wenig Fett, dann habe ich es grün angemarkert, und wenn es jetzt sowas wie diese Fertig-Ravioli waren, die ich mir auch mal gegönnt habe, da ist relativ viel Fett drin, dann hat es einen roten Punkt bekommen. Also ich kastei mich da nicht, weil ich weiß, wenn ich mich kastei, dann wird es gar nichts. Und so habe ich einfach einen kleinen Überblick, und ich habe auch schon gesehen, es sind bei mir Tage dabei, wo ich wirklich nur grüne Punkte habe bei den Essen. Es sind Tage dabei, wo ich relativ viele rote Punkte habe, aber so im Großen und Ganzen hat es sich über die Wochen wirklich zu High Carb bewegt, und ich bin da jetzt auch wirklich dahinter, weil ich gemerkt habe, Fett bekommt mir einfach überhaupt nicht. Es war früher schon so, da hatte ich nach Restaurantbesuchen immer Magenprobleme, mir war total übel, und jetzt mit weniger Fett merke ich einfach, geht es mir um einiges besser. Genau. Jetzt aber zum Freeletics. Ich mache die Workouts immer noch, je nach Zeit natürlich, mal das lange, mal das kurze. Und ich habe mich wieder an Aphrodite gewagt. Das habe ich euch im ersten erzählt, wo ich den Muskelkater hatte, der so ewig lang gewährt hat. Und ich habe am Dienstag diese Woche habe ich Aphrodite nochmal probiert, und ich habe es geschafft. Ja, ich bin wirklich durchgekommen in 36 Minuten und 52 Sekunden. Ist gar nicht so schlecht, weil Freeletics nämlich angibt, dass die Workouts so zwischen eigentlich ja einer Viertelstunde oder Dreiviertelstunde dauern. Das heißt, ich liege jetzt in der 4. Woche schon in dem Normalbereich, in Anführungsstrichen, und muss sagen, ich bin richtig stolz auf mich. Weil das beinhaltet 140 Burpees oder 150, glaube ich, sind sogar von jeder Sorte, 150 Burpees, 150 Squats und 150 Sit-Ups. Und Squats schaffe ich relativ gut. Also ich habe auch diese Max-Variante jetzt schon öfter getestet. Auch die Squats eben. Und da bin ich, jetzt muss ich gerade mal nachluren. Letzte Woche habe ich angefangen mit den Max-Squats. Da hatte ich 129 Stück in 5 Minuten. Und dieses Mal hatte ich noch ein paar mehr. Und zwar 241 Squats in 5 Minuten. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Genau, dann tracke ich so ein bisschen meine Schritte. Also ich habe mir so ein Schrittdings, das hatte ich noch rumfliegen, das habe ich mir angeklemmt. Und wenn ich in der Arbeit bin, laufe ich zwischen 10.000 und 12.000 Schritte. Wenn ich zu Hause bin, nicht wirklich, weil da kommt meine Recover-Phase sozusagen von der Arbeit. Da bin ich auch im Moment wirklich wahnsinnig müde. Ich schlafe total viel, deswegen esse ich am Wochenende auch relativ wenig, weil ich gar keine Zeit habe, weil ich immer im Bett liege und schlafe. Aber man hört es mir auch an, ich habe eine leichte Erkältung mir irgendwo hergeholt. Also die Nase ist ja schon seit Wochen zu. Der eine Arzt sagt, das ist eine Allergie. Das habe ich ihm nicht so wirklich geglaubt, weil dann wäre ich gegen alles und jeden allergisch, weil er hat es auf meiner Neurodermitis geplagten Haut gemacht, den Allergietest, lustigerweise. Und er ist völlig davon überzeugt, dass ich eine Hyposensibilisierung brauche, wovon ich überhaupt nicht überzeugt bin und ich das wahrscheinlich auch nicht machen werde. Anfangs war sie nur zu, jetzt habe ich einen Schnupfen, das hat sich also ein Stück weit geändert, und mein Hals fängt jetzt an. Also ich habe mir wohl irgendwo eine leichte Erkältung eingefangen, was mich aber nicht davon abhält, wenn ich wach bin und fit bin, dass ich trotzdem die Workouts durchziehe und dann halt einfach gucke, wie es mir geht. Also wenn ich merke, okay, irgendwie bin ich dann total erschöpft oder mir tut irgendwas weh, dann breche ich das auch ab. Aber mir geht es halt vor allem darum, dass ich einfach ein bisschen Bewegung habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ja dadurch, dass ich mit dem Mahlkarbi angefangen habe, ein paar Kilo zugenommen, was die Freely zum Beispiel mit ihrem Raw Till 4-Programm auch eben
prognostiziert, so, also jedem voraussagt, dass man ziemlich sicher zunimmt, einfach weil das diese Heilungsphase braucht. Aber weil ich Freeletics gemacht habe, war das nur eine kurze Phase und das waren auch nur, ich glaube, circa 2 Kilo. Die sind jetzt schon wieder weg. Und irgendwie merke ich auch, ich bin vitaler, ich bin fitter, ich bin auch ausdauernder. Also da, wo ich früher total kaputt nach Hause kam, da kann es jetzt schon sein, dass ich dann einfach am Nachmittag dann nochmal was mache, weil es mir eigentlich soweit gut geht. Ja, genau. Also ich muss sagen, Freeletics lohnt sich für mich total. Das mit dem Coach schaue ich mal. Lust hätte ich drauf. Allerdings lässt sich das jetzt so in meinen Alltag schlecht integrieren, wenn mir jemand sagt, was ich den Tag zu tun habe, weil ich es wirklich individuell und wirklich in Lücken quetschen muss, dieses Workout-Programm sozusagen. Und wenn mir da jemand was an dem Tag sagt, was um die 40 Minuten dauert, das kann sein, dass ich das gar nicht integrieren kann, was einfach zu lange dauert. Also ich mache ganz oft diese Max-Übungen und Metis, was einfach kurz ist und knackig, weil ich einfach öfter nach der Arbeit noch Termine habe und danach dann meistens so kaputt bin, dass ich das halt einfach zwischenreinschiebe, um eben etwas getan zu haben. Ja, genau. Also mein Fazit nach 4 Wochen Freeletics, es lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, wenn man nur in Anführungsstrichen, diese kostenlosen Workouts macht. Auch diese App lohnt sich, weil ich da einfach mein Handy nebenbei habe und bei diesen Max Squats zum Beispiel kann man das Handy in der Hand haben und immer wenn man auf diesen Knopf drückt auf der App, dann zählt der automatisch hoch und das wird dann gleich mitgetrackt sozusagen. Lohnt sich total und auch einfach das Handy nebenbei zu haben und dann erzählt er dir, wie viele Minuten du schon trainiert hast und du kannst eben auch immer gucken, wenn du eine Einheit dieses Workouts geschafft hast, dann drückst du auf nächste Übung, dann zeigt er dir an, welche die nächste ist und so weiter. Also ich finde das sehr praktisch, auch mit der Lite-Version. Also es gibt ja die Pro und die normale. Die normale ist auch kostenlos und ich muss sagen, mir macht es erstens Spaß, es dauert nicht wahnsinnig lang und für jeden Erfolg sozusagen, wenn du deine Bestzeit nochmal unterbietest, gibt es nochmal Punkte und es jubelt jemand aus dem Handy. Das finde ich irgendwie ganz niedlich und so wird man einfach angespornt und mir macht es einfach Spaß. Genau. Ja, das war jetzt so mein Fazit zur Woche 4. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was sich noch so tut. Ich mache auch regelmäßig Fotos, die werde ich dann nach den empfohlenen 15 Wochen mal posten. Genau. Also ich mache nicht jeden Tag Freeletics, sondern ich fahre auch mal einfach eine Runde Fahrrad oder ich ganz unterschiedlich. Oder ich spiele mit den Kids bei mir in der Arbeit Fußball oder was auch immer. Also je nach Zeit und je nach Laune. Aber ich werde nach den 15 Wochen auf jeden Fall mal die Entwicklung posten, weil ich sehe jetzt schon was nach 4 Wochen und ich merke auch was und deswegen werdet ihr das dann am Ende sehen. Genau. Und bis ungefähr in der nächsten Woche. Ciao. Habt einen schönen Tag.